Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wormserinnen, liebe Wormser, wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte an Sie zu richten. Was wird uns aus diesem wieder einmal turbulenten Jahr in Erinnerung bleiben? Was hat uns bewegt? Wieder sind es schlimme Ereignisse, die uns in besonderer Weise beschäftigt haben. Der Februar 2022 stellt eine Zäsur für uns alle dar. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht gar von einer Zeitenwende für Europa. Nach langen Jahren des Friedens ist plötzlich wieder Krieg mitten in Europa. Eine Vorstellung, die für viele von uns noch vor einem Jahr nahezu ausgeschlossen war. Lange Zeit dachten wir, Europa habe uns und unsere Nachbarn näher zusammengebracht, habe uns zu Partnern und Freunden gemacht. Und doch geschehen nun in der Ukraine im Namen eines absurden Eroberungsfeldzugs unvorstellbare Dinge. Die Folgen dieses sinnlosen Angriffskrieges sind in vielerlei Hinsicht bis zu uns spürbar. Doch insbesondere die Hilfsbereitschaft unserer Bürgerschaft bei der Aufnahme und Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge erfüllt mich trotz aller Kriegsschrecken mit Stolz und Freude. Ich hoffe, dass wir diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Welle der Solidarität auch in anderen Bereichen wieder ausweiten können, denn beide Komponenten sind heute wichtiger denn je. Mit der Energiekrise und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen werden auch im kommenden Jahr große Herausforderungen auf uns zukommen. Denn wir nur begegnen können, wenn wir zusammenhalten und gesellschaftliche Spaltungen überwinden. Das Miteinander fördern und pflegen gelingt uns nach der weitgehenden Aufhebung der Corona-Maßnahmen seit dem Sommer wieder deutlich besser. Nach den Entbehrungen der pandemischen Jahre konnten wir in diesem Jahr wieder eine Fülle von Veranstaltungen und Festen in gewohnter Weise organisieren und feiern. Allen voran unsere Aushängeschilder, die Nibelungenfestspiele, Jazz und Joy und unser wunderbares Backfischfest. Besonders dort wurde die Freude der Menschen, ein Stück Normalität zurückgewonnen zu haben, überdeutlich. Das Backfischfest 2022 war ein voller Erfolg. Und im kommenden Jahr gibt es gar noch mehr Grund zur Freude. Dann feiert das größte Weinfest am Rhein seinen 90. Geburtstag. Die Planungen für das Jubiläumsfest haben bereits begonnen. Um den Menschen ein wenig Abwechslung von den Alltagssorgen und von der aktuellen Krisensituation bieten zu können, haben wir uns trotz dringend erforderlicher Energieeinsparmaßnahmen dazu entschieden, nicht auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt und eine weihnachtlich beleuchtete Innenstadt zu verzichten. Zwar wurde die Beleuchtung deutlich reduziert, doch das weihnachtliche Flair ist nach wie vor erkennbar. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit die richtige Entscheidung getroffen haben. Der Weihnachtsmarkt erfreut sich vor allem in den Abendstunden wieder großer Beliebtheit. Weitere gute Nachrichten für unsere Innenstadt: Das Projekt Worms wird Bau kommt allmählich in Fahrt. Erst kürzlich haben City-Managerin Jessica Köschlin und Kommunikationsmanager Jonas Volz ihre Arbeit aufgenommen und stehen bereits in Kontakt zu Vermietern von Ladenlokalen. Im Rahmen des Projekts werden derzeit außerdem Vergaben für ein Innenstadt- und ein Marketingkonzept sowie für ein Nutzungskonzept für innerstädtische Plätze vorbereitet und noch in diesem Jahr ausgeschrieben. Auch sogenannte grüne Inseln für die Fußgängerzonen sind für das kommende Jahr bereits fest eingeplant. Ebenso wie der Ausbau des öffentlichen WLANs sowie die Erweiterung der Worms-App. Ich freue mich darauf, die positive Entwicklung unserer Innenstadt zu beobachten. Liebe Wormserinnen, liebe Wormser, auch das neue Jahr wird wieder Höhen und Tiefen mit sich bringen. Seien Sie sich jedoch gewiss, dass wir als Stadt alles und unsere Mögliche tun, um für Sie und für unsere Stadt gute Arbeit zu leisten. Und damit wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, friedliche und erholsame Stunden im Kreise Ihrer Lieben und ein Besinnen auf das, was jetzt besonders wichtig ist: die Menschen um uns herum. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, Gesundheit und Lebensfreude. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen im Jahr 2023. Ihr Adolf Kessel.